Ja, moin Leute, Servus mal wieder am Start. Heute mit meinem FIFA 18 Pack Opening und ihr seht es da unten schon. Lasst ihr das nicht. Ja. Team des Jahresstürmer sind jetzt im Set. Ronaldo, Messi und Kane. Ich habe schon geguckt, wir haben nur die 15k Packs. Davon werden wir jetzt erstmal so 10 Stück ungefähr öffnen. Und dann mal gucken, was wir an Münzen raus haben. Ja. Das wird eine teure Zeit auf jeden Fall, weil, ja, oh, die anderen Sets sind weg. Warum? Kommt da gleich was? Wie viel haben wir denn? Es ist jetzt 20.16 Uhr. Ah, da, Promo-Sets sind da. Die Sets finde ich nicht so geil, deshalb öffne ich einfach die 15k-Packs. Und das wird ein bisschen längeres Video. Das wird auch einen Tag später frühestens hochkommen, weil, ja, heute Abend schaffe ich das nicht mehr. Und ja, jetzt holen wir das erste Pack. Wir überspringen, wenn es kein Walkout oder sowas ist. Und es ist Samaris. Jo, läuft. Die Verträge nehmen wir mal alle wieder mit. Das ist halt das Problem, es sind so viele Objekte hier. Guck, 2600 Münzen. Das ist nicht so viel. Ich glaube, wir öffnen jetzt erstmal 5 Packs und gucken, was da kommt. Tut mir leid, dass die Videos immer so komisch sind, weil ich halt immer umplane in den Videos. Aber ja, bei FIFA weiß man ja nicht. So, zweites Pack. Wieder nix. Wieder nur ein seltener Goldspieler, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Wow. Ja, nicht so toll, ne? Es gibt ja noch Informspieler, da ist dieses Mal Bale dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Aber natürlich so ein Ronaldo wäre schon ganz fresh. So, jetzt öffnen wir das dritte von erst einmal 5 dieser Packs. Und dann gucken wir mal bei 25k Packs, würde ich sagen, rein. Na, FIFA. Irgendwie haben sie es heute wieder. Bricht mal wieder ein bisschen zusammen. Das nervt. Das nervt. Jetzt geht's. Gott sei Dank. Ja. Komm, wer ist es? Schweiz, Benali. Nee, blöd. Okay. Geht besser, ne? Oh, habe ich sogar schon. Ah ja, klar, den habe ich bei mir bei der Mannschaft im Tor. Der ist nichts wert, kann man abstoßen. Da brauche ich nicht gucken, das weiß ich auch so. 3000 Münzen. Läuft. Haben wir aus diesen Packs. Wir haben jetzt ganze 9000 Münzen aus den Packs bekommen. Wir öffnen jetzt das vierte Pack. Sind auch schon mal dabei. Fast 4 Minuten. Ja, nee. 3 seltene waren das jetzt. Es gibt ein bisschen mehr Münzen mal. Immerhin. Igor Camacho. Und ein Silberspieler. Ah, alles klar. Ja, und ansonsten nix. 3800 Münzen. Mist, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Das war, glaube ich, das vierte Pack. Jetzt kommt das letzte erstmal von den 15k Packs. Und dann öffnen wir mal die anderen Promo-Sets. Komm, ja. Ciao. Ja. Diese Saison ja auch nicht so gut. Montreal ist der was wert. Ich bezweifle es jetzt einfach mal. Ja. Nix wert, das Pack. Paar Verträge, wie immer. Ja, ich unterlege das hier übrigens nicht mit Musik. Oder es sei denn, der FIFA-Ton, ich habe die Musik angelassen, das weiß ich jetzt nicht, ich habe das auf stumm geschalten. Ja, okay, wir gucken mal hier bei den Promo-Sets. Nehmen wir mal das hier. Davon öffnen wir jetzt mal 3 Stück einfach. Einfach mal auf gut Glück, 12 Objekte nur, dafür alle selten. Ich glaube, alle Gold. Ach, Mann, ich habe aber auch nie Glück.
Zappa, oh Gott, 3 Spieler, ey. Uiuiui. Warte mal. Der ist zwar komplett schlecht, aber. Ach, leck. FIFA. Es ist wieder viel los, würde ich jetzt mal so einfach behaupten. Naja, auch nichts wert. Ey, die Packs bringen einfach auch nur 2000 Münzen. Ja, wie gesagt, wir öffnen jetzt noch 2 Packs davon und dann gucken wir mal weiter. Komm schon. Nein, auch nicht. Ja, es ist wieder Pack-Luck-Time auf jeden Fall. Ich wette fast, dass ich diese Saison keinen blauen Spieler ziehe. Also keinem Team of the Season. Habe ich schon letztes Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, nicht. Goretzka hier. Brauchen wir nicht. Ja, es ist halt mein Luck, kennt er ja inzwischen. Ist nicht so gut. Ich habe natürlich auch keine guten Sets jetzt hier. Die laufen in 2 Stunden ab, da bin ich aber nicht mehr on, weil ich muss morgen wieder raus. Gut, haben wir Pech gehabt, aber morgen können wir noch Opening machen. Auch nicht. Kein Workout. Oder zumindest nicht dieses, weiß nicht, wie das heißt. Oh, aber wenigstens mal ein paar Spiele. Ja, aber alles schnell verkaufen. 5000 Münzen. Dazu 2650 haben wir jetzt. Warte mal, das sind 2500. Ja, okay. Wir öffnen jetzt die 15K-Packs. Macht am meisten Sinn. Ich bin mal gespannt. Auch nicht. Ja, es dümpelt gerade so ein bisschen vor sich hin. Die Verträge lasse ich jetzt auch mal außer Acht. Ich habe glaube 1000 Stück und spiele kaum. Finisher ist glaube was wert, aber nicht viel. Ach, es hängt schon wieder EA. Mann, könnt ihr euch keine gescheiten Server leisten? So, wir haben jetzt noch 2350 FIFA Points. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, das wird ein sehr langes Video. Ich habe recht behalten. Wir sind jetzt noch nicht gerade mal bei der Hälfte. Aber wir sind schon bei 8 Minuten Aufnahmezeit ungefähr. Ein seltener Spieler. Yay. Und es ist Sturridge. 76 Pace, der hatte mal ein bisschen mehr. Ja. Ihr könnt mir mal einen Mitleidsdaumen nach oben geben. Ich schaue bei dem Pack jetzt mal nicht hin, wenn das gleich mal öffnet. Jetzt, ich schaue nicht hin. Und ja, gebt dem hier mal Mitleidspaket. Mitleids-Like. Also, das letzte Mal. Bonaventura. Yay. Kovacic, yay. Es ist ein Realspieler, aber es ist leider kein Flügelspieler und leider kein 99er blauer Spieler. Sonst wäre es Ronaldo. Das wäre, glaube ich, nochmal das viel, viel coolere als das. Nächstes Pack. Auch nix. Also, wenn ich dieses Jahr mal einen blauen ziehe. Am besten halt einen der Stürmer, weil das wird mit Sicherheit die sein, die am meisten wert sind. Dann raste ich auf jeden Fall aus. Wir öffnen jetzt noch 3 Packs, ne, 4 Packs. Von denen. In Form. Na, schade, kein Bale. Oh nein, auch ein Stürmer. Okay, der wird nichts wert sein. Immerhin einen Inform. Das ist doch schon mal was. Auch wenn der nichts, gar nichts wert ist und Geiter, okay. Aber schade, 12.000 Münzen jetzt mal aus dem Pack und auch noch ein Silberset freigeschaltet. Das werde ich aber glaube nicht in die Folge machen. Das wird definitiv zu lang. So, meine Sets, ja. 3 Sets hiervon noch und dann haben wir noch 250 Münzen übrig. Münzen, FIFA Points übrig. Davon werden wir dann noch so kleine Packs ziehen. Das war wieder nichts. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen sputen. Ich habe leider schon sehr lange jetzt aufgenommen.
Bravo und Citizen, also zwei im Prinzip gute Torhüter, oder zumindest Bravo, Citizen, naja, hinter Ter Stegen. So, letzten zwei 15K-Packs. Bis dann. Was? Nein. Ich habe ernsthaft keinen seltenen Spieler aus einem 15K-Pack bekommen. Bitte, Leute, dafür einen Daumen nach oben. Das ist das krankeste 15K-Pack, was wir je hatten. Ich habe noch nie so ein krankes Pack erlebt. Oh, ich könnte ausrasten. Ich könnte ausrasten. Es ist einfach nicht möglich. Und auch jetzt wieder nichts aus dem 15K-Packs. Wir haben ungefähr 60.000 Münzen daraus bekommen. Das ist unmittelbar sozusagen nichts. Jetzt werden wir noch ein 7,5K-Pack und ein 5K-Pack öffnen. Und dann werden wir gucken, wie viele Münzen wir. Wenn wir 75.000 Münzen haben, öffnen wir noch drei 25K-Packs. So, jetzt kommt da wahrscheinlich was Bescheides aus. Nee, kein seltener Spieler. Also ein Pack zum Abstoßen. Halilovic. Ja. Der hilft leider nicht so viel weiter. Und jetzt haben wir hier 100 FIFA Points. Letztes FIFA Points Pack. Das kommt auch nicht weiter. Nein, okay. Gut. Dann haben wir jetzt 67.000 Münzen ungefähr übrig. Ja, fast 68.000. Wir werden jetzt zwei 25K-Packs einfach mal öffnen. Die hier, oder? Wir öffnen jetzt mal von jedem eins. Ich will mal gucken, weil das sind Spiele. Wenn wir da jetzt was Gescheites rauskommen, dann nehmen wir das Pack nochmal. Ja. Ja, das hier. Leider nicht verrissen. Eigentlich kein schlechter. 18 Defense. Komm, ich fand das Pack jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Wir öffnen als zweites Pack noch so eins. Ach, 5 FIFA Points haben wir ja gar nicht mehr. Weil, ich weiß nicht, Spieler sind ja generell einfach besser. Komm. Nee. Schade, 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 schade. Wir könnten theoretisch noch eins öffnen. Warte mal, die Packs bringen 2000. Die 15K. Nee, komm, wir öffnen jetzt wirklich das allerletzte Pack der Folge, weil wir haben keine Zeit mehr. Ist nochmal dieses Set. Ich möchte es haben. Aber ja, ich habe keine FIFA Points, ich weiß. Komm, jetzt irgendwas Geiles. Nichts Geiles. Wir haben einen Inform gezogen. Oh, wenn ich nicht allein zu Hause wäre, würde ich jetzt glaube schreien. Das ist ja unfassbar. Musonda. Nix wert. Alles klar. Ja, gut. Das war das erste FIFA 18 Pack-Opening des Jahres. Ich hoffe, wir kriegen noch 100K-Packs. Oder 125K-Packs. Das wäre natürlich der Überhammer. Ansonsten gebt dem Video aus Mitleid zu meinem Packluck einen Daumen nach oben. Teilt dieses Video, abonniert mich und dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall die Tage nochmal. Und dann würde ich jetzt sagen, tschüss und